wieder. So! So. Ja, und geht's denn los? Du bist wieder dran mit Begrüßung, weil du bist auf meinem Kanal. Ach so, diese Welt. Guten Tag, Leute! Hallo und herzlich willkommen zu FIFA 18. Genau. Mit mir. Ich war schon mal auf diesem Kanal, als wir völlig kompetent los. Hier. Ja, wie hieß das Spiel? COD? Ja, WW2 haben wir ja gespielt und ja. Da war ja ohne Facecam. Und ja, jetzt heute mal mit. Ihr seht den Tim ja bald auch auf meinem Kanal in unserem Film. Ja. Der Regisseur, da sieht er noch ein bisschen jünger aus. Ja, genau. Auf jeden Fall spielen wir heute mal FIFA gegeneinander und ja, wir machen einfach. Wir freuen uns und haben viel Spaß zusammen. Oh, jetzt bin ich. So. Suchen wir uns eigentlich die Teams aus? Ich habe nichts abgesprochen. Ich habe wirklich gar nichts abgesprochen. Okay. Was nehme ich denn hier? Ich bin der HSV, die sind momentan sehr gut drauf. Nimmst du den HSV? Ja. Das stört mich aber jetzt hier. Weil er nämlich einfach den geliebtesten Verein der Welt. Leipzig. Den ich gestern 5-2 verloren habe gegen dich. Ja, da haben wir Olympique Lyon gegen Leipzig gespielt, da habe ich 5-2 gewonnen. Aber in der Aufnahme kann das ja auch immer ganz anders aussehen. Hast du gestern eigentlich Leimer auf der Rechtsverteidigungsposition gelassen? Ja. Im ZDM, sehr gut. Weil da muss, wo ist er denn? Halstenberg muss nämlich nach links und Klostermann muss nämlich nach rechts. Weil Klostermann, guck mal, wie schnell der ist. Nicht schlecht. Und du hattest einfach Leimer drin. Ja. Und Kate hattest du auch nicht drin. Hab ich den nicht eingebracht? Scheiße. Ja, ist ja egal. Deswegen habe ich auch verloren, nur deswegen. Ja, was mache ich denn hier jetzt? Lookman will ich eigentlich auch mal ausprobieren, aber der hat nur 66, deswegen lasse ich es dann noch lieber sein. Das ist wirklich das Allerschlechteste. Das ist der schnellste Spieler der Bundesliga gemessen, der Bernardo. Und der hat Sprinttempo 79. Sehr gut. Das macht viel Sinn auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich mit meiner Aufstellung machen soll, ne? Ich schon. Soll ich den Holpi mal spielen lassen? Ja, der muss da eh weg. Eieiei. Van Drongelen hat 70. Ach, ich hab ja den Müller, der ist ja wieder da. Ich glaube, den Wallace, den tue ich weg. So. Ich habe Angst, weil der Tim eigentlich relativ gut mit Hamburg spielen kann. Und ja, die Teams sind eigentlich auch in FIFA. Man muss mal überlegen, die Teams sind in FIFA einfach gleich gut. Ja. Sehr realistisch. Richtig bitter. Abstieg gegen Europa League. Ja, wahrscheinlich. Der kommt auch in die Champions League. Und Leipzig steigt noch ab. Aber Leipzig spielt im Moment wirklich nicht gut, das muss man auch mal sagen. Und nein, ich bin kein Leipzig-Fan. So. Doch. Ich würde sagen, wir machen das hier auch mal direkt zum Aufwärmen schon mal das erste Tor. Ja. Hat ja gut geklappt. So, jetzt geht's hier los im Leben. Ja, das ist schon kein ernstzunehmender Angriff hier, wie wir das hier schon auch sehen. Und ja, das ist dann halt auch. Das habe ich auch schon angemerkt. Das hätte doch mal ins Auge gehen können, was du da veranstaltest. Nee. Cool. Ja, der lässt sich doch fallen. Aber von hier. Da ist eine gute Freistoßposition. Nee. Das finde ich immer nicht schlecht. Das ist hier viel zu gut, das ist richtig ätzend. Ja, okay, der war jetzt scheiße eigentlich. Ich. Sorry. Ja, mach doch nicht auf Pause. Sorry. Hier. Ja, zwei Gegentore für mich schon mal. Zeig. Zwei Gegentore für dich, ach so. Ich wollte den genau dahin haben und dann passt der nicht weiter, sondern zurück. Der war eigentlich perfekt. Der Pass war so dumm. Tim, ich zeig dir jetzt gleich mal mit der Wiederholung, wie ich das machen wollte, weil das war eigentlich wirklich perfekt. Das nervt mich jetzt wirklich gerade. Ich will verteidigen, das funktioniert einfach nicht. So. Der ist doch schnell. Ist das bitter? Nein! Hand, danke. Jetzt habe ich auch noch einen. Was? Wurf. Alter, das ist ja nicht lächerlich hier. Das ist wieder völliger Betrug. Jetzt mache ich die erste Chance direkt rein wieder, das wird lustig. Ich
Ich freue mich schon drauf. Scheiße, das war aber auch dumm, dass ich da gegrätscht habe. Aber es war richtig lächerlich von dir. Nee, weil ich dachte mir, der geht ja eh rein. Du hast Pollersbeck im Tor. Ja. Ich möchte mal auf den Jungspund setzen. Also das sind bis jetzt auch keine Chancen, die der Tim hier hat. Deswegen. Ja, kann der auch ein bisschen besser ja, umsetzen, die Chance. Boah, war das schön. Nee. Ach du Scheiße, war das gut. Oh. Ja. Ist das schlecht? Achso, ich hab noch gefallen. Oh, ich dachte schon, der geht wieder nicht rein. 0-0. So. Cool. Der Hand als Kapitän, weiß auch nicht warum. Sobald ich aufnehme, ist es dann vorbei mit dem guten Spielen. Das ist schade. Ja, weißt du, ist ja nicht so, dass du gestern so 5 Tore gegen mich gemacht hast. Nee, ist vorbei jetzt. Aber deswegen muss ich jetzt kommst wieder zurückkommen. Auch nie, kommst auch nie in der Nähe meines Strafraums. In die Nähe. Oh, ja. Ich mache überhaupt keinen Unsinn gerade. Ey, ich hasse so. Nein, bitte, bitte. Das ist wieder einfach Dummheit von mir dann einfach. Schön, Leute. Da habe ich dann auch die Situation, wie ich immer sage, gekonnt ausgenutzt und... Absolut glücklich, das Tor. Guck mal hier und dann direkt weiter. Das ist auch was für Ästheten, ja, finde ich auch. Ästheten. Mein Gott. Dass ich nicht führe, ist unverdient, aber komm, wir sind heute schon mal gut noch drauf. Oh, sobald ich aufnehme. Man muss ein bisschen meckern und dann geht's auch schon. Dann kommt das Glück wieder zurück. Ja, oder meine Dummheit. Genau. Die du ummünzen kannst. Scheiße, scheiße. Ey, das war ein völliges Foul. Geht doch. Nee, den will ich schießen. Schön für dich. So, machen wir mal den. Klappt eh nicht. War boah, schlecht? Das war echt nicht schlecht, Alter. Boah, wie gut ich den dann auch den eröffne, den Angriff, ne? Das ist toll. Das ist ganz boah, toll. Nicht geklappt. Ganz toll. So. Was macht der da? Also es war ja von beiden richtig schlecht. Ja. Was macht der denn da? Was ist das für ein Schuss? Was ist das auch für eine Verteidiger? Ach, du Scheiße. Du Scheiße. Das hätte wirklich auch überhaupt nicht sein müssen, diese Chance. Ah, den hätte ich aber auch dir abluchsen können, den Ball. Nee. Muss aber wieder zu guten Kombis kommen. Der war geil. Ich wusste echt, was ich machen soll und ja. Eine Frustflanke. Ja, ich wollte den Ball nicht verlieren. Mann, ich bin gewohnt, dass ich mit Leipzig mit weißen Trikots spiele. Kann ich nicht spielen. So kann ich nicht spielen. Ja, das war so klar. Ja, aber das funktioniert hier überhaupt nicht, dieses platzierte Schießen. Außer bei Robben. Ja, das ist total OP. Och komm, ey. Ja, und auf der Xbox 360 klappt das auch irgendwie. Schwache Partie. Was ist der? Was ist der? Ich weiß nicht. Nicht mal mehr Deutsch. Das war schlecht. Das ist ausgerissen. Und dann zack und dann. Ja, komm. Oh. Schön, Timo Werner. Sehr schön. Ey, wie gut war der Schuss? Kranker Typ. Das ist doch nicht lächerlich. Oho! Oho! Aber das war auch der typische Fall. Und dann gehe ich nämlich. Ja! Ja! Aber guckt euch aus dem Winkel, aus der halben Drehung, da dieser Schuss, ey. Einfach lächerlich. Das ist unverdient, das Ergebnis, aber ich freue mich trotzdem. Ich nehme das Ding mit und gewinne wahrscheinlich trotzdem wieder 5-2. Das freut mich. Ich dachte, was macht denn der Paulsen da? Was mach ich denn da, ist die Frage. Ich bin jetzt wieder nervös, weil ich wieder geführt habe und dann wieder zurückliege. Ich mag sowas. Da bin ich dann immer gut drauf auch. Ich auch. Ja, nimm ihn. Ey, das ist doch Schnee. Das ist doch Schnee, was? Komm. Boah, war der schlau gespielt. Boah, der liegt bei mir im Kopf. Richtig unrealistisch, aber okay. Ja. Ja.
Was sind das? Ja. So. Ah, den muss er... Ja. Was machen? Was sind das denn für Pässe heute? Das kann man nicht erzählen. Ach Leute, übrigens, weil hier oben jetzt in der Mitte... Zwei Tore. Weil hier oben in der Mitte jetzt irgendwas steht, ich habe gerade nur die Testversion, weil meine Originalversion gerade irgendwie nicht funktioniert bei FIFA. Vom Schnittprogramm. Von meinem sondern von meinem Aufnahmeprogramm. Also ich tue jetzt mal die defensive Alternative hier für den Kampf herein, das ist nämlich ganz toll. Oh, so. Nee, cool. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch drei Tore und dann bin ich auch eigentlich nicht zufrieden. Du hast drei Schüsse und zwei Tore, das kann nicht wahr sein. Dann bin ich zwar nicht zufrieden, wenn ich jetzt noch drei Tore mache, aber... Ich kann damit leben, sag ich immer. Und ja, der Tim denkt, das wäre eine gute Chance für ihn, was natürlich lächerlich ist auch. Weil der Klostermann das Ding hier saved. Der Ecken kann der Tim nicht, da bin ich schon mal froh. Junge, ist das nervig. Hä? Ach so, der Controller ist weg. Meiner? Ja, der war gerade weg. Cool. Jetzt geht das wieder los? Ja, toll. Alles nur Taktik vom Luca. Mit allen Mitteln probiert er es. Ja, siehste. Als ob der so schnell ist. Nee. Boah, der 92er Sprinttempo. Nee, 90. Nee, doch 92, weiß nicht. So, Timo Werner ist so gut in FIFA. Ich meine, er ist auch echt gut, aber. Der Holpi. Ich schneide aber deine Chancen einfach nicht rein, deswegen denken alle Zuschauer auch, dass du schlecht warst. Schade. Der Wood. Als ob der ein Tor macht. Ganz im Ernst. Wie sieht der denn aus? Das sieht halt aus wie so ein Mongole. Alter, das ist nicht unrealistisch. So, kann mich nicht stoppen. Oh, doch. Ja, kann ich leider echt nicht. Du mich auch. Direkt. Hast mich direkt stoppen können. Das war dumm. Aber jetzt geht auf rechts der Diekmeier. Guck mal, wie der abgeht. Bobby. Der ist einfach Bobby. Nein, das ist nicht wahr. Gekonnt. Guter Pass, der war nötig. Ach, scheiße. Komm schon. Nee. Wie langsam ist der denn? Ach, du Scheiße. Ja. Geht doch mal einer zum... Ey. Ey. Das ist ja jetzt wirklich auch wieder daneben. Bobby Wood. Immer dieses... Bobby. Bobby Wood. Dribbling vom Eckdal. Oder wer das war. Ist das jetzt schwul? Geiles Ding gemacht auch von mir. Muss ich mich mal ganz was wieder selbst loben und... Elfmeter schießen! Der Paulsen, der ist auch einfach ein flinkes Kerlchen. Guck mal hier, die Wiederholung jetzt nochmal. Bam, und dann sieht er natürlich den Laufweg auch direkt. Das ist natürlich dann stark gemacht. Meine Verteidiger sind halt alle langsam. Der Voller-Aspekt, das sieht auch geil aus. Guck mal, wie der springt. Ball ist schon im Tor, ey. Und er springt dann noch. Ja, er wäre fast rangekommen, ne? Ja, der dachte sich so, komm, machen wir nochmal einen Move, damit es nicht ganz doof aussieht. Okay, stimmt, das würde echt noch blöd aussehen. Ist das jetzt peinlich hier? Da sieht man mal wieder, wie ich ihn auskontern kann. Jetzt, guck mal jetzt. Ja, ach so. Wenn das jetzt kein Rot ist, dann weiß ich es ja auch nicht. Rot, ist klar. Der Aaron Hunt hat sogar Gameface so ein bisschen. Ne? Ja. So. Ne. Ne. Manchmal wollte den gerade reinflanken. Wie, ey. Schön! Schön! Mann. Ich will den Tipp noch rausbringen mit meinen Kommentaren hier. Schön! Der Opa Meccano ist einfach der Beste. Boah, der Timo Werner mit seiner Sprintgeschwindigkeit. Unfassbar langsam, der Typ. Ah, cooler Pass. Oder war das Diekmeier? Das kann nicht sein. Hallo. Das wäre schon peinlich. Alter, dieser Upamecano, ey. Ich liebe ihn wirklich.
Das ist wirklich der beste Innenverteidiger im Spiel. Der ist doch erst 75. So, das war gut. Ich habe ihn in der Karriere auf 82 hochturniert, da war der wirklich ungerecht. Alles rausgeholt. UVBK ist wirklich so gut. Ah, cool. Mach ich denn da? Oh Gott, wie schnell. Paulsen! Oh, der Pollersbeck. Erste Parade von Pollersbeck. Gut. Da muss man einen neuen Sturm einwechseln, weil es geht ja gar nicht hier. Nee, der Sabitzer muss raus. Ja, der Kostic hat auch überhaupt nichts gebracht bisher. Tu ich bei den anderen. So, Forsberg rein und August Tor rein. Ich weiß, der ist Stürmer, aber der kann auf der Position trotzdem gut spielen. Als Rechtsfuß. Soll ich den nicht Arm schlecht. Einwechseln? Jan Fiete ab. Der Hand ist zu gut. Nee. Van Drogelen würde ich in den Sturm rein. Ja, der ist auf jeden Fall wirklich adäquat. Das war wirklich eine starke Parade gerade von Pollersbeck, ne? Ja, die war echt gut. Da sieht man, dass ich nicht alle Chancen nutze. Ja, wow, eine Chance. Die war wirklich hundertprozentig, deswegen finde ich das ungerecht. Einfach frech hier. Der Yusuf, den muss er doch reinmachen. Eckdal. Alter, jetzt nochmal Feierabend hier. Komm. Ich brauche keine Anspielstation. Ich verlinke euch mal unser Video zu The Terra. Das lohnt sich auch mal rein zu. Nee, wie heißt das nochmal? Doch, hieß das. Nee. Ich krieg die Krise. Geografie Master. Ja, geiles Video. Ja. Boah, Timo Werner, ne, er ist so gut. Oh, komm! Boom! Da ist das Ding, Leute. Nochmal hier den kleinen Jubel und. Perfekt. Der Pauls. Timo Werner, musst du mal gucken, wie schnell der ist. Guck mal, der zerstört wirklich immer alles. Ja, guck doch mal einen Innenverteidiger an. Die denken da, die sprinten. Die da machen die nix. Der Eckdal joggt gemütlich dem Gegentor entgegen. So, ich würde sagen, Elfmeterschießen ist damit gestorben. Da freue ich mich. Und ja. 4-2, ey, wenn ich auch das 5-2 schaffe, dann ist es wie gestern. Das ist wie gestern. Okay, ich muss auch dazu sagen, dass ich nicht mehr zu meinem Kombispiel komme. Weil ich auch gerade wieder ein bisschen reinkomme auch. Boah, ich bin so gefährlich drauf heute wieder. Krass. Total begeistert von sich. Obwohl er eigentlich total drauf. Scheiße war, die erste Hälfte. Ey, weißt du, dann habe ich einmal in meinem Leben den Ball. Sehr gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute auch. Der Tim ist jetzt wieder gut drauf auch. Das ist einfach lächerlich hier. Das Unfaire war, dass der Tim geführt hat. Damit war ich nicht zufrieden. Man sieht es ja eigentlich an den Schüssen, es war total ausgeglichen. Ich habe nur 2 Tore mehr gemacht. Perfekt. Ja, Timo Werner, der Mann des Spiels. Wenn ihr mehr Videos von uns beiden sehen wollt, wie der Tim verliert, dann lasst auch mal hier einen Daumen hoch da und schreibt es in die Kommentare. Nein, alles gut. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, haut rein und ciao. Nice. Nice Aufnahme. Nee.